willkommen zu Ich Stimme. Heute Bruststimme Teil 2. Sie erinnern sich, letztes Mal haben wir uns mit der Bruststimme intensiv befasst, mit dem Register, mit den Zusammenhängen. Und es fehlen noch einige Aspekte, die uns helfen, mit der Bruststimme gezielt, gesund und sicher umzugehen. Die Heimatresonanz der Bruststimme ist natürlich die Brustresonanz. Aber die beiden Begriffe Brustresonanz und Bruststimme sind nicht das gleiche. Das wird häufig so verwendet, ist aber falsch. Die Resonanz ist nur eine Teilerscheinung des Registers. Denn auch im Brustregister haben wir durchaus, wenn wir es richtig beherrschen, die Kopfresonanz mit aktiviert beispielsweise. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir es als Teilerscheinung fühlen und erfahren. Um jetzt erstmal reinzukommen, schließen Sie die Augen und machen Sie ein ganz, ganz tiefes A. Dann lassen Sie die Luft einströmen und machen es noch einmal. Auf dem Film bleibt es jetzt stumm, damit Sie nicht meinen Ton nehmen, sondern Ihren individuellen tiefen Ton. Sie legen jetzt los. Spüren Sie die Resonanz, legen Sie die Hand ruhig auf die Brust, Sie spüren das. Und wenn keine Luft mehr da ist, lassen Sie locker und entspannen und seufzen. Ah, prima, Dankeschön. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Bruststimme eine laute Funktion ist. Und ich lese, wie auch im letzten Video zur Bruststimme, bei Franziska Martinsen-Lohmann einmal vor, was sie zum Stärkegrad der Stimme sagt. Im Brustbereich. Der ursprüngliche Stärkegrad der Bruststimme ist das Forte. Gemäß ihrer physiologisch derben Beschaffenheit. Derb im Sinne von, dass sie ein bisschen rau ist, ein bisschen ungeschliffen auch manchmal. Der typische Stimmeinsatz der Bruststimme wäre der Glottisschlag. Er kann mit einer Art Selbstverständlichkeit die Vollfunktion der Stimme wecken, ist aber in unkontrolliertem Gebrauch höchst gefährlich. Was ist der Glottisschlag? Das ist, wenn wir mit der Stimme so einsetzen, mit so einem kleinen Schlag in der Kehle. Das macht man natürlich nicht, weil es gefährlich ist im normalen Singen. Dann sollte man sehr, sehr genau darauf achten. Viele wissen das nicht und setzen dann bei den Vokalen so ein. Aber wenn wir jetzt mit der Bruststimme arbeiten, nutzen wir es jetzt dreimal, um die Brustfunktion, so wie auch Martinsen-Lohmann es sagt, zu wecken. Denn bei manchen Frauenstimmen ist es so, dass sie unten diesen Impuls, wenn es losgeht mit der Bruststimme ungefähr um C, D, 1 herum, überhaupt erstmal brauchen, diesen Anstoß. Und das machen wir jetzt dreimal. Und ich möchte Sie bitten, das nicht ohne Kontrolle Ihres Stimmbildners, Ihrer Lehrerin oder auch nochmal mit mir rückzukoppeln, zu üben. Immer nur diese dreimal innerhalb dieses einen Videos. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie sich sonst in Gefahr begeben. Wir machen Folgendes. Ja, also. Sie hören das wie so. Probieren Sie es. Und. Ja, also. Ich mache es vor. Sei offen. Machen Sie es bitte. Sei offen. Ja, also. Zusammen. Ja, also. Sie merken, da wird etwas geweckt. Es wird kräftig und laut und es gibt diesen Schlag in der Kehle. Das soll in dieser Funktion jetzt reichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt innerhalb der Bruststimmfunktion ist natürlich die Vokalfärbung, welche Vokale gerne in der Bruststimme genutzt werden, weil sie dort besonders gut funktionieren, aber wo auch die Gefahren sind.
und auch die typische Farbe, das Dunkle in der Bruststimme. Dazu Martinsen-Lohmann. Die typischen Vokale des Brustregisters sind die offenen Vokale. Sie sind von Natur aus lauteste Vokale und verbinden sich darüber hinaus gern mit der Brustfunktion. Wenn in einer Stimme eine Lage falsch überbrustet ist, so dreht und verfälscht sich die ganze Vokalgebung bei der Männerstimme in der Höhe, bei der Frauen in der Mittellage. Nach den offenen Vokalen hin, dann hören wir Hölle statt Höhle, Säle statt Seele. Überbrustet heißt, dass sie diese Funktion, diese derbe, kräftige Funktion zu weit über die Grenze des D1 hinaus hochziehen, um Power zu machen, die aber ungesund ist und nicht der gesunden Funktion der Stimme entspricht. Das ist mit Überbrustung gemeint und damit können sie ihre Stimme auch schädigen. Die typische Farbe des Brustregisters ist die dunkle Farbe. Man spricht vom schwarzen Bass und der Bass ist ja der deutlichste Vertreter bruststimmhaltiger Funktion. Das haben Sie gewiss schon mal gehört, rabenschwarze Bässe, das sind die, die so ganz große, tiefe Töne singen, die man förmlich körperlich spüren kann. Und wir werden jetzt mit den dunklen Vokalen unsere individuelle Bruststimme erfüllen. Wir nehmen den Satz Morgen Sonne wonnig leuchtet, das O als offener, dunkler Vokal. Wir fangen folgendermaßen an. Ich mache es etwas höher vor, als Sie gleich einsetzen werden, weil ich in der Bruststimme nicht so viel Power in der ganz tiefen Lage habe, wie zum Beispiel eine Altistin oder ein Bass. Morgen Sonne leuchtet. Haben Sie es verstanden? Gut, dann fangen Sie jetzt unten an. Und zwar hier, Morgensonne. Morgensonne, wonnig leuchtet. Prima. Morgensonne, wonnig leuchtet. Jetzt ist oben die Grenze, nicht überbrusten, oben aussteigen. Morgensonne, wonnig leuchtet. Noch ein, kommen Sie und. Morgensonne, wonnig leuchtet. Entspannen Sie, seufzen Sie. Sie konnten bei mir hören, wie sich die beiden Register um das D1 herum verbunden haben, auch in ihrer Klangqualität. Und das ist unser Ziel. Jedes Register hat auch eine psychische Komponente, eine Eigenart. Wir wollen vielleicht heute gar nicht mehr so tief da einsteigen, weil es uns so fremd erscheint, der Stimmqualität, dem Stimmklang, eine psychische, eine emotionale, eine ausdrucksstarke Komponente zuzuschreiben. Aber hören Sie, was Martinsen-Lohmann dazu sagt.
Die psychische Eigenart des Brustregisters umfasst alle Nuancen dessen, was wir Pathos nennen. Ernst, monumentale Größe, düstere Dynamik, Würde und Feierlichkeit. Ja, aber ich glaube, dass es genau diese Dinge sind, die uns heute fehlen. Wir haben den Mut verloren, voller Dramatik, voller monumentaler Größe und Ernsthaftigkeit zu singen. Uns zu öffnen in dieser Art und Weise. Aber wenn wir unsere Kulturgüter, die in der Musik übertragen werden, wirklich so weitergeben wollen, wie sie gemeint sind, dann müssen wir uns mit diesen psychischen Komponenten des Singens auseinandersetzen. Martinsen sagt weiter, mit dieser psychischen Seite der Registereigentümlichkeiten verbindet sich auch am leichtesten die Vorstellung dessen, was mit Brustigkeit im Sprachgebrauch des Sängers eigentlich gemeint ist. Das Monumentale der Wagnerschen Gestalten und der ganze überlebensgroße Stil der von ihm verlangten Darstellung erheben, technisch gesehen, die klare Forderung der Brustigkeit. Sowohl in Bezug auf die Wucht des Stimmklangs als auch auf die Akzentkraft des Einsatzes. In die edle Brustigkeit eines Wotan und Sachs muss die Stimme hineinwachsen. Rohe Brustigkeit des Natursängers wird sehr schnell den Stimmruin herbeiführen. Am schnellsten bei dem Heldentenor und der Hochdramatischen. Eine verbrustete Stimme ist meist eine verlorene Stimme. Ja, wir müssen lernen, einerseits uns zu öffnen für die psychische Komponente beim Singen und nicht nur in der Bruststimme, sondern bei allen Lagen, bei allen Registern, die wir benutzen, uns zu öffnen, um den Ausdruck, der in den Stücken liegt, stimmlich rüberzubringen und nicht durch eine künstliche Mimik oder künstliche Veränderung der Stimme, des Klangs, sondern von einer Basis, die aufgrund guter, technisch geschulter Stimme funktioniert und aufgrund unserer psychischen Disposition, die sich auf diese Inhalte, auf diese emotionalen Spannungen einlässt, das anwendet und umsetzt. Und das ist sehr wichtig. Und zurück zum technischen verbrustet Singen. Damit ist gemeint, dass wir an der richtigen Stelle, so wie in der vorherigen Übung, den Übergang hinbekommen, damit die Stimme ihren Brustanteil zwar behält, aber allmählich ausschlankt, um nach oben in die Mittelstimme schön hineingeführt zu werden. Und das ist das große Ziel, wenn wir mit der Bruststimme arbeiten, psychische und gesangstechnische Feinheit. Ja, liebe Sängerinnen und Sänger, dieses Mal ist das Video etwas anders geworden. Es ist ein Erklärvideo, denn Sie müssen um diese Dinge Bescheid wissen, um gesund Bruststimme anwenden zu können. Wenn Sie meinen Kanal abonniert haben, dann werden Sie mitbekommen, dass hier an dieses Video innerhalb kürzester Zeit als Übungsvideo folgen wird. Nämlich aufgebaut auf dieses Erklärvideo und auf das vorherige Video noch einmal eine Übungseinheit nur für die Bruststimme hintereinander weg mit kurzen Anregungen. Wenn Sie meinen Kanal nicht abonniert haben, empfehle ich es jetzt zu machen. Drücken Sie auf die kleine Glocke oder schauen Sie immer herein, damit Sie wissen, es geht weiter. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude dabei, sich mit der Bruststimme auseinanderzusetzen und freue mich aufs Wiedersehen beim Anwenden der Übung für die Bruststimme. Ihre Heike Scholl-Braun.